Bastelstube. Upcycling, basteln für Advent, Weihnachten. Einfach und simpel gemacht für und mit Kindern von mir für euch. Hallo ihr Lieben, hier ist Kerstin von Kreativ-Reich, die Kika-Plauderei mit meinen Ideen, Upcycling Weihnachtsbäumchen zu basteln in einem ganz neuen Look. Ganz natürlich, wenn man möchte, mit Materialien aus dem Garten, Park, Wald, Wiesen und Waldrand. Mit Upcycling-Materialien, mit Wolle, Spitze, Pappe, ganz easy einfach gehalten. Beleuchtet zum Stehen, zum Hängen, wie man das möchte, als Fensterdeko, als Standdeko, in einem Töpfchen, auf Holz, einbetoniert, alles gar kein Problem, einfach und simpel gemacht. Beleuchtet, bitte dann nur LED verwenden, alles andere wird heißen, wird brennen. Und noch viel, viel mehr findest du immer dazu, am besten auf meiner Startseite kreativ-reich die Kika-Plauderei. Da ist oben eine kleine Leiste, da steht Playlist, anklicken und da findet man alles. Wie jetzt da Upcycling, Basteln, Häkeln, Stricken, Basteln für und mit Kinder, Krippenfiguren, beleuchtete große Sterne aus Butterbrotpapier, Butterbrottüten, aus Briefumschlägen, mit Draht gewickelt, aus der Natur, Grenze, Advents. Grenze gibt es einen ganzen Ordner alleine, Häkeln, Stricken, Beton, Deko für draußen und für drinnen, fürs ganze Jahr, aber auch ganz besonders für Weihnachten und Winter und. Schneemänner, Engel, was man will, findet man, Frühling, Sommer, Herbst und Winterideen, Pilze. Also einfach mal reingucken und sich inspirieren lassen, denn günstig ist es bei mir immer und fast alles Upcycling. Weil mit 5 Kindern und einem kleinen Geldbeutel muss das so sein. So, und jetzt legen wir los. Wir basteln. So, als erstes kommt natürlich die Schablone dran. Ich habe hier gerade mal eine aufgezeichnet. Sieht man, war noch eine doppelte Linie. Und die mache ich mir wirklich alle selber. Am besten, du nimmst eine Verpackung und malst dir deine Größe auf. Am einfachsten geht es, wenn du die erstmal in der Mitte faltest, dass du den Mittelpunkt hast. Und dann vom Mittelpunkt ausgehend, vielleicht mit einem Lineal oder mit einer zweiten Pappe einfach schräg dran legst. Dann hast du schon mal den ersten Strich, dann auf der anderen Seite den gleichen. Dann kannst du das hier unten gerade abschließen, wenn es ein Hängebaum werden soll. Und dann kannst du auch die Größe variieren. Ne? Eine Schablone und mehrere Größen. Vielleicht nur oben her die Spitze, größer, größer. Oder unten angedeutet mit dem Stamm und dass er so ein bisschen schräg ausläuft. Das ist jetzt wirklich die Vorlage und dann brauchst du eine ganz schwere, feste Pappe, eine Verpackungspappe und dann geht es auch weiter. So, wenn ihr es dann ausgeschnitten habt, ob jetzt da mit Stamm oder ohne, das zum Beispiel ist jetzt eine Verpackung vom Spielzeug. Ihr kennt doch da, wo die Einzelteile für ein Auto oder so drauf gemacht sind. Und da ist die Rückwand ganz, ganz toll. So, wenn es mit Stamm ist und ihr wollt es wirklich zum Stehen bringen, braucht man dann noch irgendwas, um es einfügen zu können in ein Holz oder zum Betonieren zum Beispiel. Das geht auch. Und dann klebt man die unten fest, bevor man das Grundgerüst, den Baum, dann dekoriert, den Hintergrund schön macht, denn wir wollen ja nicht so eine Pappe haben. Wenn das zu dünn ist, wenn du gar nicht so eine dicke Pappe hast, dann kannst du auch zwei dann aufeinander kleben. Dann klebst du erst die hinein und dann das zweite noch drauf. Und dann hast du da gar keine Probleme mit.
So, noch ein Tipp von mir. Wenn ihr das erste Dreieck ausgeschnitten habt und es ist wirklich nicht fest genug, dann nehmt doch die zwei Teile, die übrig geblieben sind von rechts und von links. Und dann könnt ihr die zur Verstärkung auch nochmal draufkleben, wenn ihr das wirklich gut bezieht mit Filz, mit Geschenkpapier, mit Farbe und. Und dann habt ihr da wirklich schon eine Verstärkung und braucht nicht nochmal eine Pappe anfangen. Ne? Passt ja wunderbar drauf. Und den Knick hier in der Mitte würde man nicht sehen, weil es hat ja die Größe und wir beziehen es ja dann noch in dem Sinne, bekleben es, gestalten es. Man kann die Weihnachtsbäumchen ganz, ganz toll mit Geschenkpapier verzieren, aber auch mit Tapetenkleister, mit Serviettentechnik, dann wirklich ein Tapetenkleister gut drüber hingewischt mit einem Pinsel oder ein Schwämmchen. Servietten aufgelegt, am besten nur die farbigen. Wenn es aber wie hier so ein grüner Untergrund ist, dann lässt man die zusammen, die drei oder drei Lagen, die Servietten manchmal haben. Legt die drauf, tupft die mit einem Pinsel, wo auch noch Kleister dran ist, schön fest, lässt es trocknen und dann schneidet man es aus. So, hier habe ich jetzt Geschenkpapier, ein ganz tolles. Und ich klebe auch erst die Vorlage auf, suche mir eine schöne Ecke aus, klebe die auf und schneide es dann aus. Geht viel einfacher, man hat wesentlich weniger Verschnitt, man braucht keine Schablone machen, gar nichts. Das hält so am besten, geht am schnellsten. Und dann ein Bastelkleber oder ein Heißkleber, kommt immer drauf an, wer es macht. Nur kleine Kinder aufpassen. Muss schnell gehen, sonst trocknet er wieder an. So, Patrone leer. Ja gut, ich habe den kleinen heute, weil es gibt noch filigrane Sachen zum Aufkleben. Und dann ist das am besten. Ja. Ja, Vorführeffekt. Was sonst? Jetzt rollert sich. Auf die Kante. Aufgedrückt, gewartet. Ausgeschnitten, fertig. Rückseite auch noch. Und dann kommen wir zum Gestalten. Und sieht das nicht so schon toll aus? Man kann auch jedes Bastelpapier nehmen, was man hat. Guck mal, vielleicht passt jetzt sogar noch ein kleiner drauf. Ja, der passt auch noch drauf. Je weniger Verschnitt, desto schöner ist es ja. Und dann geht's weiter. Wenn einem die Kanten nicht so toll gefallen, dann hat man vielleicht noch einen Überstand. Dann macht man einfach hier Kleber hin und drückt das hoch. Und macht dann die zweite Seite drauf oder die zweite Seite verdeckt das dann. Ne? Wenn die eine fertig ist, kann man das mit der zweiten dann machen, die es einem am liebsten ist. So, nun wir dekorieren. Man kann natürlich ganz easy was draufkleben. Am einfachsten vielleicht Kügelchen oder kleine Zapfen, Eisschnee, Sterne, kann man auch selber machen. Da ist man am schnellsten fertig. Weiß und Silber machen. Die Zapfen habe ich euch auch schon gezeigt, wie man die in Eis und Schnee machen kann. Ästchen draufkleben, Engelchen draufkleben, da gibt es genug in meinem Kanal. Wenn man selber Deko ausschneiden möchte, ist es am einfachsten. Man nimmt sich Plätzchenform, wenn ihr welche habt. Oder vorhandene Sterne. Die kann als Schablon genutzt werden. Wenn, nur mal als Beispiel, ein schönes Papier, du legst den Stern drauf
und drückst richtig fest. Du brauchst es nicht anzeichnen, das sieht man dann, dann kann man es gleich ausschneiden. Am Markt gibt es natürlich auch ganz, ganz, ganz viele verschiedene Papiere. Hologramm, bunte Papiere. Das ist auch mal was, wenn man einen farbigen Baum gemacht hat. Oder für Weihnachten halt. Keine Werbung, selber gekauft, auch wenn man jetzt gesehen hat, wo es herkam. Und das mache ich dann so am liebsten einfach mit dem Förmchen von dem Plätzchen. Oder ich nehme einen vorhandenen Stern, lege den drauf. Gleich nur einen Cutter drumherum mit einer Unterlage für einen Cutter. Da geht ein Holzbrettchen oder ihr habt vielleicht eine richtige Unterlage. Ja. Dann lassen wir es glitzern und funkeln und. Und dann schneidet ihr euch jetzt aus, was ihr am schönsten findet. Ich finde dann immer gut verschiedene Größen. Und die werden ausgeschnitten. Und dann hat man seine Deko. Gewickelt sieht das ganze Teil auch super aus. Wenn man viel Wolle hat, braucht man noch gar nicht mal einen Untergrund machen. Wenn da eine weiße Pappe ist oder eine silberne, dann kann man gleich wickeln. Und da habe ich mal verschiedene Garne. Mit Glitzer, ohne Glitzer. Ransenwolle. Die sind so, es sieht so ein bisschen aus wie Eis. In dunkel, in hell. Und richtige Fellwolle. Am einfachsten geht's. Man kann es einfach so drumherum herumwickeln. Für Kinder ist es ein bisschen schwieriger. Wenn man sich auf der Seite ganz vorsichtig hier und da mal einzwickt, kann man es eher reinmachen. Braucht gar nicht so regelmäßig sein. Bloß nicht zu tief. Das sieht dann nicht schön aus. Das kann man auf einer Seite machen, auf der anderen rutscht es nicht unbedingt. Oder man kann aber auch auf beiden Seiten das machen. Ja, vorsichtig. Geht am besten mit einer Küchenschere. Ich habe mir jetzt hier gerade mal die Blechschere genommen. Aber Küchenschere geht auch super. Sogar eine ganz scharfe Nagelschere. Diese zwickt. Oder eine Nagelzange. Meine Kürzange geht toll. So, und dann nimmt man einfach die Wolle. Egal, wo man anfängt, ob oben oder unten, klebt man sich fest oder zwickt man sie rein. Bisschen länger lassen auf der Rückseite, dann kann man es verknoten. So, und dann wickelt man das unregelmäßig ein. Ja, als so drüber hin, auch mal quer oder ganz regelmäßig, wie es einem am besten gefällt. Das kann man ruhig ein bisschen wilder machen. Und das lieben Kinder. Aber ich finde die Deko auch sehr, sehr schön. Weil es mal was ganz anderes ist. Wie gesagt, meine Idee mit jetzt der Fellwolle. Ich glaube, die Bäumchen gibt es schon öfters. Aber so mache ich sie schon viele Jahre. Ist jetzt auch kein neues Ding bloß. Ich kann ja nicht jedes Jahr alles Mögliche zeigen. Ich habe ja so schon genug Videos drin. Und dann wird gewickelt. Und dann kann man noch Sterne, Schneeflocken, alles Mögliche aufkleben. Und hat eine wunderschöne Deko. So, zum Stehen habe ich jetzt zwei Stück ausgeschnitten, die klebe ich aufeinander und mitten rein einfach diese Holzschaschlikspieße. Und dann kann man das ganz toll zum Beispiel in ein Brennholz, das flach auffliegt, einbohren, Löcher rein, Stäbchen rein, fertig. Einbetonieren, genau das gleiche, habe ich schon alles gezeigt. Oder du nimmst einfach einen Blumentopf, Blumenerde rein, bisschen Kies oder sowas, was man hat, und steckst damit rein, kannst den Topf noch ein bisschen dekorieren mit Immergrün und dann kommt das Bäumchen dazu.
So, die klebe ich jetzt aufeinander, damit es schön aussieht. Kann man auch Flüssigkleber nehmen. Der braucht nur ein bisschen zum Trocknen. Dann klebt man es mit Flüssigkleber aufeinander und beschwert das Ganze. Ich nehme da ganz gerne einfach ein Kuchenblech, lege das drauf, lege zwei, drei Wasserflaschen noch drauf, legen. Dann verteilt sich das Gewicht besser und gut ist die Sache. So, aufkleben, festdrücken. Grundform ist fertig. Bisschen hin und her geschoben, bisschen nachgeschnitten, wenn es nicht stimmt. Und dann geht's weiter. So, man kann die Schnüre festkleben. Einfach ist es aber, wenn man sie einspannt. Dann macht man auf die Seiten einfach so kleine Einbuchtungen. Die können ruhig unregelmäßig sein, wie du das möchtest. Dann können auch Kinder das besser spannen auf beiden Seiten. Und dann musst du sich nur noch überlegen, welches Garn man verwenden möchte. Fellgarn, Baumwollgarn, Geschenkband, Spitzenband, das geht alles. Entschuldigung. Vorbereitung. Wie gesagt, dann kann man Fellwolle nehmen. So eine schöne Flauschwolle, das sieht auch toll aus. So eine samtige Wolle. Nochmal Fellwolle im Angebot. Oder eine Glitzerwolle. Auch Spitzenbänder gehen. Oder du nimmst einfach eine Paketschnur. Ich habe hier einen Ständer. Und dann wird gewickelt. So, was brauchen wir? Irgendeine Verpackungspappe, wenn ihr wollt, mit zwei Schaschlikspäßchen, aber die kann man auch aufhängen, nicht nur stellen. Ein bisschen Naturmaterial gehen, Hagebutten, auch künstliche Beeren gehen auch. Ein bisschen Immergrün, Rinde, Zapfen, auch gebastelte kleine Schneesterne, Sterne überhaupt gehen auch. Vielleicht eine Paketschnur, verschiedene Garne. Was du hast, nimmst du. Es geht aus Spitzenband, ein altes, ein Schmuckband, ein Paketschnur, alles Mögliche. Kleber, Stiftschere. Ja, und dann noch ein paar Kleinigkeiten, aber das ergibt sich. So, wenn der Rolling dann fertig ist, wird gewickelt. Ich nehme die Paketschnur. Durch die erste Rille durch, bisschen länger lassen, das verknoten wir dann, wir kommen wieder runter. Und dann einfach gewickelt, so wie man das möchte. Wild, quer, beet, erstmal hoch, dann wieder vielleicht schräg runter, wie man es am schönsten findet, so macht man es. Und benutzt dann halt die eingeschnittenen Rillen. Dann rutscht es auch nicht weg. Deswegen habe ich gesagt, es muss nicht unbedingt regelmäßig sein, es kann. Und dann so oft gewickelt, wie man das möchte. Eine Lichterkette, die man einbringen kann, muss man aber nicht. Kann man dann schön unten drunter schieben, weil die Schnur wird ja nicht geklebt. Nur eventuell die Deko dann da drauf. Und mit den Einschnitten geht es halt sehr gut. So, und wenn man oben ist, kann man dann über Kreuz wieder runter oder ganz wild, so wie man es möchte, so macht man es. Als Unterlage ist wirklich immer am besten Backpapier, da klebt nichts an, man kann es immer wieder verwenden zum Dekorieren, sicher hier von der Farbe erkennt man schlechter, aber es ist wirklich ein Tipp von mir, den man immer wieder gut nutzen kann. Wenn ihr Lichterkette einbringen wollt, erst später, jetzt kleben wir erst die Deko drauf, sonst wird man eventuell den Draht von der Lichterkette aufkleben und dann kriegt man es nie wieder los. So, dann habe ich ganz kleine Zapfen hier. Alles, was man so draußen findet, kann man verwenden. Den Stamm möchte ich ganz gern hier unten noch mal ein bisschen mit Rinde verkleiden. Auch von draußen, die kann man sich dann nachher noch mal schön zurechtschneiden. Heißkleber oder Flüssigkleber, egal.
was du lieber magst. Bei Kindern muss man halt ein bisschen aufpassen. Und so wird dann gestaltet. Hagebutten dazu. Man kann da noch kleine Sternchen reinmachen. Schnee, Flocken, was gebasteltes. So. Abgebrochen finde ich immer schöner als geschnitten, aber jeder macht das, wie er mag. Dazu habe ich dann noch ein bisschen Immergrün. Das ist eigentlich einfach von der Konifere ein bisschen die Spitzchen abgepiekst. Die möchte ich noch dazu machen. Und dann dekoriere ich mein Bäumchen, genau wie ich jetzt einen großen dekorieren würde. Ne? Und so ist Naturmaterial, Paketschnur, Upcycling, irgendwas, plus die Pappe. Und dann kriegt man ein wunderschönes kleines Deko-Bäumchen zum Stecken, Hängen, weiter dekorieren. Auch Eicheln, Hagebutten, andere Zapfen, Haselnüsse, das geht alles und kann man dann auch verwenden. Was man so hat und findet, das nimmt man. Und wie gesagt, wenn man gar nicht drankommt, es gibt ja auch alles künstlich, dann ist es halt so, dann muss man es künstlich nehmen. Nicht jeder hat das Glück, dass er in der Natur das findet, weil er da mal gerade wohnt. Ich weiß das Glück zu schätzen. Ich bin absolutes Dorfkind, liebe das. Aber ich kenne auch andere. Wir haben ja auch, also ich habe ja auch Freunde wie im tiefsten Berlin. Dann bleibt ja nur der Park künstlich. Oder mal einen Wochenendausflug und ein bisschen Material im Wald gesammelt. Ich weiß gar nicht, wie es in Berlin ist, im Grunewald oder so. Findet man da was? Darf man das? Möchte man das? Keine Ahnung. Ute kann es mir vielleicht erzählen, meine Freundin, aber die ist nicht mehr so mobil. Leider, die ist sehr krank. Aber immer noch ganz beweglich und ganz besonders im Herz, was so wunderschön ist. Also die Freundschaft bedeutet mir viel. So, ich dekoriere mal ein bisschen weiter. Nimm jetzt meine Naturmaterialien dazu. Und du überlegst, was du machen magst, wenn du so lange durchgehalten hast. Da kommen oft Kritik, ich würde es viel zu lange machen. Ich denke immer, wenn ich es mache, mache ich es richtig. Und es gibt ja immer eine Taste, da kann man vorgehen. Und ich erzähle halt auch manchmal ganz gern was. Ich bin nicht so eine Stumme. Das wurde auch schon gesagt, ich rede zu viel. Aber es gibt ja zig, tausende, hunderttausende Kanäle und dann muss man sich das, was am besten zu einem passt, einfach raussuchen und da dann schauen, obwohl ich hänge an jedem, der bei mir sich wie zu Hause fühlt, denn deswegen mache ich es ja. So, jetzt noch weiter dekoriert und gemacht. So, wenn es dann fertig ist, kann man noch eine Lichterkette mit reinmachen. LED geht nur. Und am besten solche, die ganz klein. Oder du klebst noch die Verpackung von der Lichterkette irgendwie hinten dran oder so. Dann kannst du auch eine größere, ein größeres Batteriefach nehmen. Und dann wird es einfach drumherum geschlungen. Der Draht geht super. Die Einbuchtungen sowieso. Und dann kannst du es auch wieder runter machen, wenn es vielleicht mal defekt ist. Man muss ja auch ins Batteriefach kommen. Und dann leuchtet es. Und am besten mit Draht. Ist klar. Hinten und vorne, wie man das möchte, so macht man es. Und dann hat man doch so eine tolle, einfache, komplett Upcycling-Deko fertig. Die das Herz erfreut, den Geldbeutel und schaut mal, wie toll das aussieht. Und dann sage ich
hiermit. Tschüss. Toll, dass du, dass ihr da wart, mitgebastelt habt. Vielleicht habt ihr euch wirklich anregen lassen für selber machen. Einfach gemacht. Alles Liebe und bis wieder mal. Schön gesund bleiben und gesund werden. Eure, deine Kerstin. Tschüss.